Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich habe mir gerade hier dieses Schmuckstück. Mein Sprachfehler wieder mit dabei natürlich. Nee, nur Scherze, ich habe mir gerade dieses super geile Ding hier gekauft. Ich spiele wieder mal altes Live und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal eine kleine Laber- und Lieferfolge. Das heißt, einfach mal ein bisschen labern und versuchen ein bisschen Geld zu verdienen mit Pakete auszuliefern. Ja, ich spiele hier auf dem Zero One Server. Wir haben 200 Spielerplatz, glaube ich, oder so. Jetzt ohne irgendwie Werbung zu machen, aber okay. Ich bin gespannt. Naja, okay, wir fahren mal zur Delivery Mission. Das ist doch irgendwie da vorne. Ich habe schon ewig lang kein altes Live mehr gespielt, also ja, verzeiht mir die Fehler oder mein Nichtwissen von irgendwelchen Dingen. Wie ist es eigentlich mit euch? Spielt ihr noch altes Live? Spielt das noch jemand? Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, gucken wir mal. Abschließen. Ich bin natürlich wieder ohne Rapkit unterwegs, weil ja, ich habe mir diesen Rucksack hier gekauft. Und wie könnte es anders sein? Es hat keinen Platz darin. Naja. Okay. DP17. Gucken wir kurz. Wo ist die DP17? Das ist ganz oben. Oh, holy crap. Einmal über die ganze Karte. Okay, Leute. Ich denke, das ziehen wir zusammen durch. Hier gibt es ein ATM. Sehr gut. Alright, Leute, ich denke, wir könnten das schaffen. Fahren wir einfach mal los und gucken. Hoffentlich werden wir nicht überfallen oder irgendein Bullshit. Ist ja noch sehr beliebt auf diesen Servern und gerade da ganz im Osten oben passiert ja noch einiges, will ich mal sagen. Ja, hier ein bisschen zum Server. Wie ihr seht rechts, die Anzeigen sind ein bisschen anders. Es gibt eine Ausdaueranzeige, was mich persönlich extrem stört. Jungs, bleibt auf eurer Seite. Wie gesagt, das stört mich extrem. Weil, ja, das ist altes, die Karte ist riesig. Und wenn ich irgendwie meinen Wagen schrotte oder was auch immer. Puh, wie soll ich sagen? Es ist sehr streng. Es ist sehr, sehr streng. Es ist zwar geil, dass es eigentlich ein Skill-Level gibt, weil man kann das Ganze natürlich skillen. Aber am Anfang, es ist wirklich hart. Wenn man mehr als 200 Meter rennen muss, dann ist die Ausdauer aufgebraucht. Und ja, es wird sehr scheiße, weil dann läuft er nur noch und das ist ziemlich kacke. Aber naja, wir haben ja unser Superwagen. Und jetzt gucken wir mal, es sind noch 23 Kilometer bis zum Ziel. Eine ganz schön weite Strecke, aber ich denke mal, es wird sich tierisch lohnen, weil ich habe schon eine Fahrt gemacht irgendwo, das war nicht heute, ich bin mir nicht mehr sicher, das war irgendwie gestern oder vorgestern, nee, gestern war das und ja, dann bin ich irgendwie die Hälfte der Strecke gefahren, die Hälfte der Karte und habe irgendwie 40.000 oder sowas verdient und ja, so habe ich mir eigentlich dann meinen Wagen kaufen können. Junge! Shit. Ich habe kein Rapkit, wie gesagt. Also, wir müssen hoffen, dass unser Wagen nicht kaputt geht und dass wir es packen bis da nach oben ohne Crash. Das ist ein bisschen scheiße, dass das Rapkit nicht Platz hat in diesem Rucksack. In diesem Rucksack, meine ich. Aber naja. Ich denke mal, und ihr seht schon, 200 Leute, da ist schon einiges los auf der Karte. Ich finde das eigentlich ganz geil. Aber wie gesagt, heute ist einfach mal, the fuck, einfach mal eine kleine Laberfolge. Jungs, wieso fahren alle auf meiner Seite? Was soll die Scheiße? Ja, eine kleine Laberfolge, weil, wie gesagt, ich habe wieder mal Arma hier. Wieder mal altes Live ist eigentlich das beste Spiel, um einfach mal ein bisschen. Ich denke mal, ich fahre hier außen rum. Ist mir irgendwie. Sieht mir das nicht so ganz
gut aus da oben. So. Und zurück auf die Straße. So, ja, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr Altis Live noch? Ich habe mir gedacht, ich teste es mal wieder mit meinem neuen PC hier und ich muss sagen, es ist echt ein riesen Unterschied zu vorhin. Also wie ihr seht, rechts unten habe ich die Frames eingeblendet, sodass ihr es auch sehen könnt. Und ja, 44 momentan ist eigentlich ein ganz guter Wert für Altis Live, würde ich mal sagen. Ich habe alles auf hoch gedreht, alles auf Maximum, Ultra, Super Duper, alles was geht. Und ja, dann noch 44 Frames in Altis, kann man sich glaube ich nicht wirklich beschweren. Ich kann mich zurückerinnern, ich habe damals eine Mod gespielt mit meinem alten PC und ich hatte wirklich, ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, teilweise 5 FPS. Ich glaube, ich habe irgendwo auf meinem Channel noch ein Video, das heißt sogar irgendwie 5 FPS oder 3 FPS oder irgendwie so, guckt mal auf meinem Channel. Und ja, das Video ist eigentlich ganz witzig und ja, die Performance ist einfach am Boden, das kann man nicht anders sagen. Und ja, jetzt ist schon einiges angenehmer hier zu spielen. Ihr seht, 60 Frames, das Video ist zwar nur in 30, aber ja, rechts unten, schreibt mir, oh Alter, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ihr die Frames, wenn ich die einblenden lasse, unten rechts. Wenn euch das stört oder so, schreibt es mir in die Kommentare, dann nehme ich es wieder raus. Aber ich finde es eigentlich noch ganz witzig, das zu sehen die ganze Zeit. Aber ja, gucken wir mal. Gut, noch 17 Kilometer. Bis jetzt noch nichts Spannendes passiert. Aber ich denke, der schlimme Teil kommt erst noch. Und ja, wie gesagt, ich versuche mich hier ein bisschen auf dem Server jetzt hochzuarbeiten, mal gucken, wenn ich mal irgendwas Spannendes oder so erlebe, werde ich sicher ein bisschen aufnehmen. Oder wenn ihr auf dem Server hier, oh shit, oh shit, raus, 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 okay, so viel zum Thema, das waren natürlich die Cops. Hey! Altes Live, alles. Jetzt fahren sie mich über den Haufen. Hab ich diese Firma gefahren? Au! Boah, das tut mir aber leid. Au! Warum? Sie haben mich angefahren, das tut weh! Nee! Sehen Sie, es blutet sogar. Sehen Sie hier das Blut. Oh mein Gott. Ach, da kommt auch schon der Arzt. Sehen Sie? Ja, das ist ja mal ein Service hier. ich habe eine kleine Frage. Könnten Sie meinen Wagen reparieren? Ich habe kein Rap-Kit. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie auf meiner Straßenseite gefahren sind. Und das war dann leider Ihr Problem. Gut, der Herr hatte auch einen Autounfall, lustigerweise. Ja, ja, habe ich gerade von oben gesehen und habe mir schon gedacht, dass der medizinische Hilfe braucht. Ja, ich blute ganz stark. Ich blute. Ja, das wäre nett. Hätten Sie ein bestimmtes Hello Kitty oder Star Wars? Ja, ich nehme das Hello Kitty gerne. Alles klar, kleinen Moment, komm sofort. Also
dass du jedes Mal deine Pflaster im Helikopter reinpackst, ist auch komisch. Ja, aber ich habe mal eine kleine Frage. Wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich bin unschuldig, würden Sie dann meinen Wagen reparieren? Vielleicht? Oder so? Kommt drauf an. Mein Rucksack ist eben zu klein für ein Rap-Kit. Das ist das größte Problem, das ich habe. Also ich mache dir folgendes Angebot. Ich bin kein Masochist, ich stehe auf Fesselspiele. Wenn ich dich kurz Handschellen anlegen darf und ein bisschen mit dir spielen darf, dann könnte ich dir ein Reparaturkit geben. So, mal ganz kurz. Die Wunde ist versorgt. Ich mache jetzt mal so, als hätte ich das von dem Polizisten hier nicht gehört. Und ja, vielen Dank. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber naja. Ciao, ciao. Tschö, danke. Was verstehen Sie denn unter Fesselspiele, wenn ich mal fragen darf? Ja, ich würde dir mal. Also, wenn du da nicht einverstanden bist, ich würde es verstehen. Also, ich würde dir kurz Handschellen anlegen und dann ein bisschen mit dir rumspielen. Oder? Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, jetzt mal unter uns, ich stehe auch auf solche Dinge. Ja, die kann doch jetzt warten, also, jetzt können Sie mir nicht sagen, Sie lassen sich von Ihrer Frau aufhalten. Wenn ich jetzt mit ihr Fesselspiele mache und das wird schon wieder abfotografiert und kommt in die Zeitung, dann habe ich Probleme, weißt du, denn meine Frau, die mag das nicht so, wenn ich mit jemand anderem Fesselspiele spiele, und ja, das gibt dann Probleme. Okay. Also mein Problem ist es nicht, ich habe eine Website, da kann man eigentlich ziemlich alles von mir sehen und von daher, ja, mich stört es eigentlich nicht. Webseite von dir? Nacktbilder? Ja, wenn man das so nennen kann. Kann man dich auch für den Geburtstag so buchen? Also meine Frau hat ja nächste Woche Geburtstag und ich wollte dir schon wieder mal eine Überraschung schicken und ja. Sieht sehr sportlich aus, da wird sie sicher ihre Freude haben. Ja, ich denke, das lässt sich machen. Unter einer Bedingung, Sie müssen natürlich auch mit der Show mitmachen. Oh, aber natürlich, also ein bisschen Bee schadet nie, ne? Ja, ich meine, ich bin ja kein Stripper, ne? Ich bin mehr so ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Ein bisschen verrucht. Fußpferd, was ein Bavarunkel hat, der Picke so groß wie eine Faust. Aber ich stehe einfach drauf. Wenn man da so reinpiekst, wenn das dann rausquillt, dann werde ich irgendwie. Ich erzähle schon wieder zu viel. Also es ist einfach bildhafte Sprache, die ich verwende und das verstört die meisten Leute. Aber hast du eine Visitenkarte von mir? Oder kannst du die Homepage nennen von dir? Ja, ich habe eine Visitenkarte und das mit Ihrer Frau, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und aber ja, ich weiß nicht, ob das Richtige ist für mich. Ja, ich weiß auch nicht. Du kannst ja, ich lade dich einfach mal ein, wenn du mitmachen willst, dann sagst du halt ja oder nein, wenn du sie siehst. Also sie sieht ungefähr so aus wie Pamela Anderson, nur mit 400 Kilogramm. Ah, okay. Ja, dann geht's ja noch. Das ist ja eigentlich kein Problem. Du musst mir einfach ein bisschen die Pickel vom Gesicht fernhalten. Das wäre nett. Ja, das ist halt noch ein Problem. Sie hat so andere Probleme. Also sie verträgt eigentlich keine Milch- und Zuckerprodukte, aber auf die steht sie so und jetzt muss sie die ganze Zeit furzen. Und also Arschlecken wird nichts, weil da blast der Wind entgegen, das ist wie, als würdest du gegen den Wind schiffen, also das gegen den Wind pinkeln, also schiffen. Okay, ja, auf solche Dinge stehe ich eigentlich, das ist eigentlich wenig das Problem. Ja, ich auch, also ich rieche dann immer gerne dran, also in der Nacht ist das richtig angenehm, wenn so ein kleines Lüftchen herweht, aber
Die Leute sind halt von den Tönen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abgeschreckt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe eigentlich kein Problem mit solchen Dingen. Ich stehe drauf. Okay, ach, ich sag mal so, ich gebe dir einfach mal einen Reparaturkasten, du kannst ja dann weiterarbeiten und pass auf, wo du lang fährst. Also hier gibt es echt schlimme Gegenden und Visitenkarte habe ich ja von dir und viel Spaß noch auf der netten Insel. Und falls du mal meine Frau siehst, die sieht ungefähr so aus wie, ja, wie Pamela Anderson, nur mit 400 Kilo und ja, verrunkelt im Gesicht. Sehr angenehm. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut und Ja, wir erleben dich bald miteinander, hoffe ich. Jo, danke schön. Ich melde mich. Oh mein Gott, das war jetzt gerade das schlimmste Gespräch ever. Aber holy crap, geile Scheiße. Okay, wie mache ich jetzt das? Reparieren. Ja, da hat mir das hässliche RP den Arsch gerettet, würde ich einfach mal sagen. Ich hoffe, ihr konntet ihn hören. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Er war extrem leise, weil, wie gesagt, hier, ich kann nicht. Das ist doch Phone, ist doch die Lautstärke, die Stimmen, bla bla bla. Das sollte doch eigentlich das hier sein. Ich weiß es nicht. Und der wurde ja auch nicht lauter, als ich hier hochgedreht habe. Gut, ich hoffe, ihr könntet ihn hören. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, um das umzustellen, dann schreibt ihn in die Kommentare. Ich wäre froh drum. Mit Stroh rum. Ha! So. Zum Glück war es ein Cop. Ein anderer wäre einfach weitergefahren. Aber der war ja richtig nett. Und solche Dinge habe ich irgendwie an Altes vermisst. Wie soll ich sagen? Ich mach mal die Ohrenstöpsel wieder raus. Und wie ging das nochmal? Mit. So. Ja, wie gesagt, solche Dinge habe ich vermisst an Altes Life. Und genau das sind die Dinge, die ich wieder erleben will hier. Einfach sinnlose Scheiße talken mit irgendwelchen Leuten. Oder irgendwelche dumme Scheiße bauen oder irgendwelche dumme. Einfach immer ein bisschen RP und es macht einfach Bock irgendwie. Ja. Und ich meine mit Scheiße bauen nicht irgendwelche Leute zu trollen oder irgendein Scheiße, sondern mit RP lustige Situationen zu fördern. Wie jetzt vorhin, ich hätte einfach mich beschweren können und irgendwie schwierig tun oder was auch immer, aber ja, mit ein bisschen Spaß, weil schlussendlich scheißegal, es ist ein Spiel. Und ja, es basiert ja schlussendlich irgendwie auf Roleplay und wenn man das einfach komplett weglässt, weiß ja nicht, ist irgendwie nicht so geil. Und darum, es macht mir Spaß hier, ein bisschen Scheiße zu bauen und wenn die Leute dann mitspielen, umso mehr natürlich. Und es ist leider, was mir aufgefallen ist, also früher war es so, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt komplett anders, aber früher war es so, meistens, wenn man gutes RP gesucht hat, musste man sich an die Cops wenden. Mit den Cops hatten wir die geilsten Situationen irgendwie, meistens. Und ich meine jetzt nicht nur, wenn sie uns erwischt haben bei irgendwie was Illegalem, sondern auch sonst mit irgendwelchem Bullshit, dass wir denen irgendwelche Stories erzählt haben. Was wir vorhaben oder irgendwas und uns irgendwie mit denen ins Gespräch verwickelt haben. Und solche Dinge, das ist das, was Altes ausmacht für mich. Ich brauche nicht hier die ganze Zeit nur Leute zu überfallen und irgendwie Leute umzuschießen oder so. Klar, ab und zu macht auch das Spaß und natürlich auch mal einen Banküberfall oder was auch immer. Aber grundsätzlich ein bisschen rumfahren, ein bisschen Spaß haben mit den Leuten hier und. Das ist doch geil. Und ja, Leute, die schon länger auf meinem Channel dabei sind, wissen, ich habe ja früher auch schon ein paar Altis-Videos gemacht. Also Leute, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann guckt mal auf meinem Channel. Es gibt da ein paar Videos über Altis, auch Real Life und DayZ natürlich auch. Breaking Point haben wir ein paar Videos gemacht früher.
Also früher, so lange ist es jetzt auch nicht wieder nicht her, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall guckt mal rein, gebt den Videos einen Daumen und wenn euch das Ganze gefällt, mein Channel gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, jetzt muss ich kurz gucken. Ah, 10 Kilometer noch. Sollten wir packen. Ich fahre hier ein bisschen Slalom. Ich hoffe einfach, ich werde nicht. Weil ich mag mich erinnern, ich habe mal die gleiche oder fast die gleiche Liefermission gemacht. Auch da bis ganz nach oben. Und natürlich kurz vor Ende. Ja, kam ein Helikopter, wollte mich überfallen und ich habe nicht aufgegeben und dann haben sie mich halt aus dem Heli durch den Wagen erschossen und alles war weg. Hat mich ein bisschen gestresst, aber ja, scheißegal. Ich hoffe einfach, das passiert jetzt nicht nochmal und ich kenne einfach die Karte nicht mehr. Ich bin irgendwie extrem vorsichtig am Fahren. So. Hoppala. Oh, shit, das war knapp. So. Ich denke, wir sollten immer noch richtig sein. Der Traffic auf dem Server ist echt krass. Die Leute hier die ganze Zeit verbinden, trennen, verbinden, trennen. Es sind so viele Spieler online. Und trotzdem irgendwie, ja, ihr seht, wir haben jetzt schon länger keinen mehr gesehen. Es ist irgendwie schon krass. Diese Karte hier ist einfach extrem groß. Sie ist wirklich extrem groß. Und ich würde auch jedem mal empfehlen, der Arma hat und Altis noch nicht kennt, wenn es tatsächlich noch Leute gibt, die das nicht kennen, guckt euch das Ganze mal an, es macht wirklich Spaß. Und die Karte ist auch geil. Ja, und ja, es macht einfach Spaß, hier ein bisschen Scheiße zu bauen. Und ich bin mit meinem roten Pickup unterwegs. Ich habe vorhin gar nicht gesehen, ich habe irgendwas geskillt, ne? Ich habe gar nicht gesehen, was das ist. Ich habe irgendwie nicht darauf geachtet. Also wenn ihr es gesehen habt und noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Oder auch sonst, wenn ihr irgendwelche Missionen für mich habt oder irgendwelche Ideen. Oder wenn ihr selbst auf dem... Oh, ich höre Chat. Chat, verdammt. Das ist Scheißteil, ne? Schon geil. Ist schon geil. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wenn ihr selber auf dem Service spielt hier, wie heißt er denn? Zero One, genau. Schreibt es in die Kommentare oder kommt hier ins Spiel, schreibt mich an. Ich bin als John Doe hier. Und ja. So, 8 Kilometer. Essen und Trinken habe ich noch genug. Und ja, das einzige Negative, das mir hier aufgefallen ist auf dem Server, ist eigentlich wirklich das mit der Ausdauer, das finde ich absolut scheiße. Aber ansonsten ist es echt ein geiler Server, so wie es jetzt. Ich habe zwar noch nicht wirklich lange darauf gespielt, aber was ich bis jetzt gesehen habe, nur schon das Skillsystem. Es gibt Housing hier. Aber ja, ich will jetzt auch nicht so viel Werbung machen. Guckt es euch selber an. Ja, sage einfach, wo ich spiele. Ich kriege kein Geld für die Werbung. Interessiert mich auch nicht. Ich will es einfach sagen, dass ihr mich findet und ja, ich kann ja, darf ja hier einfach mal ohne Product Placement sagen, was ich von den Dingen halte, ohne gleich immer nur Werbung zu machen. So, gleich haben wir es geschafft, 6 Kilometer. Dann bin ich echt gespannt, wie viel Kohle es gibt. Weil wie gesagt, auf diesem Server hier gibt es zwar mehr Geld, das kostet zwar alles auch ein bisschen mehr, aber ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man es abschließt und 40.000 erhält als nur 8.000 oder so. Wie es leider auf vielen anderen Servern der Fall ist. Oh. Okay. Die haben... What the fuck? Da hat jemand aufgemacht. Habt ihr das gesehen? Die Barrieren sind von selbst aufgegangen. Wie geil ist das denn? Geile Scheiße. Ja, ich habe mal auf dem Server gespielt. Dann konnte man bei den Delivery Missions wählen. Also es gab da verschiedene Möglichkeiten. Oh, Alter. Es gab da verschiedene Wahlmöglichkeiten.
wie man, was man transportieren wollte und wohin. Und man brauchte auch verschiedene Fahrzeuge, weil das Gewicht oder die Größe anders war und so. Und das war eigentlich ganz geil. Und ich weiß im besten Willen nicht mehr, auf welchem Server das war. Hier eine ganze Kolonie von den Zamax. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Auf welchem Server. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Und das war wirklich geil. Da konnte man ein bisschen die Routen planen und so. Und ja, ist nicht immer die gleichen Strecken gefahren. Und musste dann nicht unbedingt ans Arsch der Welt fahren. Das war eigentlich noch ganz angenehm. Aber das habe ich wirklich nur auf einem Server gesehen. Weil sonst gibt es ja einfach, wird einer zugeteilt und das war's dann. Dann muss man da hinfahren und fertig. Und da konnte man wirklich geil auswählen. Ich weiß, ja, wie gesagt, leider nicht mehr, wo das war. Wenn ich es wüsste, würde ich sofort auf den Server spielen gehen, weil ich finde das geil. Ich mache irgendwie Delivery Missions total gerne hier in Altes. Weil irgendwie, ja, das stundenlange Abbauen und so kackt mich manchmal ein bisschen an. Weil hier erlebt man immer was, kann ein bisschen rumcruisen und ja, macht schon Fun. So, noch 1,3 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Und tatsächlich ohne Zwischenfall, nur der Crash. Was mir jetzt auch gerade auffällt, der Wagen ist gar nicht explodiert. Früher, wenn man noch einen Crash hatte mit, keine Ahnung, 150 oder wie schnell wir da gefahren sind, ein Frontal-Crash, dann war's das. Dann hat's Boom gemacht und alles war weg. Aber anscheinend haben sie das irgendwie hier gefixt. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht vorbeifahre. So, nice. Ah, hier war ich schon mal. Hier mag ich mich erinnern, dass der ATM... Irgendwo. 112! What the fuck, wie geil! Der ATM ist irgendwo hier vorne, glaube ich. Muss ich kurz gucken. Ja! 112.000 hat es eingebracht, Leute. Wie geil! So, schnell einzahlen. 5, 3, 6. Einzahlen, sehr gut. Leute, ich habe eine halbe fucking Million. Yeah! Und zwar kommt das dahin, ich habe hier schon zwei Liefermissionen, glaube ich, gemacht. Etwa vor einer Woche oder so und habe die aber natürlich nicht aufgenommen. Also natürlich, ja, ich habe es einfach nicht aufgenommen. Und ja, hier sind wir. Alright, Leute. Ich würde sagen, mache hier noch einen geilen Screenshot. Voll hässlich und so. Vor der Kirche. Ja, passt schon. Alright, ich würde sagen, das wäre es von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen oder macht irgendwas, was man halt so macht auf YouTube. Wenn euch die neue Art von meinen Videos mehr so ein bisschen bla 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 blub gefällt, dann ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie schon gesagt. Ansonsten, ich hoffe, mein Sprachfehler hat euch nicht zu fest gestört. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher bis zum nächsten Mal und ciao.